Ich würde definitiv sagen, dass ich ein Mensch mit vielen Hobbys und vielen Interessen bin. Das sind manchmal auch viel zu viele, dass ich dann selber schon wieder aussortieren muss, was möchte ich jetzt lieber machen als das andere, weil das lässt sich echt selten komplett vereinbaren, ohne dass man was anderes vernachlässigt. Dafür bin ich halt ein Mensch mit wenigen Freunden. So Menschen nerven einen Hobbys nicht so oft. Häkeln ist eben eins meiner Hobbys, die mache ich vor allem im Winter, weil im Sommer hat man keinen Bock zu häkeln. Ich mag sie und meine Mama findet mich damit in Menschenmengen, weil entweder muss sie nur die Ohren suchen oder das nächste schreiende Kind, das Mama, macht. Ansonsten vertiefe ich mein Wissen in Harry Potter und Herr der Ringe, um noch ein größerer Geek zu werden. Ich habe jetzt ganz frisch als Qualitätssicherungstester bei einem Publisher angefangen. Die haben halt dann Spiele, die noch nicht veröffentlicht wurden, schicken die uns halt zu. Wir prüfen die auf Bugs oder irgendwelche Grafikfehler. Mein Stil ist in erster Linie bunt, sehr farbenfroh und jetzt nicht unbedingt an der neuesten Mode orientiert. Zum Beispiel habe ich hier eins zum Thema Herr der Ringe im Stil von Gaming. Ein Super Moria Bros. T-Shirt, das ich sehr mag. Ich bin jetzt gerade im Winter eine Person, ich schwitze nicht so viel, mir ist eher kalt. Und dann guckst du halt auch, ja, stinkt meine Kleidung jetzt? Nein, geht noch, dann ziehe ich sie nochmal an. So, ich muss nicht jeden Tag was anderes anziehen, das ist Verschwendung. Ich bin Single, weil ich das für mich auch mit entschieden habe, dass ich jetzt tatsächlich besser funktioniere, wenn ich alleine bin. Wahrscheinlich bin ich irgendwo im aromantischen Spektrum und bin einfach nicht wirklich in der Lage, eine Beziehung zu führen, weil ich mich nicht weit genug darauf einlassen kann, weil ich emotional zu unbeteiligt bin. Also ich bin mir tatsächlich noch nicht sicher, ob ich auch asexuell bin. Ich würde mich trotzdem auf der Schiene irgendwo schon befinden. Ich habe Erfahrungen gesammelt und konnte es daran halt festmachen, dass ich sage, ja, okay, ist jetzt irgendwie, ich finde, es ist überbewertet. Meine Freundinnen möchten, dass ich in dieser Sendung mitmache, weil sie möchten mich eine Blondine roasten sehen. Das ist tatsächlich der Hauptgrund. Ich werde versuchen, das zu vermeiden, aber ich kann natürlich für nichts garantieren, weil wenn mich jemand zu hart abfuckt, schreie ich den gegebenenfalls auch mal an.